Hallo, ich bin Jack Verwein, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, heute soll es darum gehen, wie ich mit der Canon EOS R filme und welche Einstellungen ich dazu verwende. Ja, und außerdem zeige ich euch so ein paar Sachen, die ich da verwende, Mikrofon, ND-Filter und so weiter und so fort. Ja, wenn euch das interessiert, bleibt einfach dran, gleich geht's los. Jetzt ist noch ein guter Moment, meinen Kanal zu abonnieren. Einmal pro Woche gibt es hier ein Video zum Thema Filmen und Fotografieren. Wenn ihr mir ein Abo dalasst, würde mich sehr freuen. Und jetzt geht's gleich los. Ja, leider ein bisschen erkältet, aber ich hoffe, der Ton, der passt trotzdem ganz gut und ja, ihr versteht alles, was ich sage, auch wenn ich ein bisschen verschnupft noch bin. Ja, heute in dem Video geht es darum, welche Videoeinstellungen ich mit der Canon EOS R so verwende. Und in einem der letzten Videos, das verlinke ich euch hier noch, habe ich ja schon darüber gesprochen, in welcher Videoqualität ich filmen werde in Zukunft und ja, letztendlich wird das alles in Full HD weiterhin bleiben und warum, weshalb, wie gesagt, da oben das Video dazu und alle Einstellungen, wie versprochen, jetzt in diesem Video. Ja, aber bevor ich da jetzt nochmal drauf eingehe, auf die einzelnen Einstellungen, das ist jetzt auch nicht so wirklich spannend, was da an anderen Einstellungen außer der Videoqualität halt noch zu beachten ist, möchte ich nochmal drauf eingehen, warum und weshalb ich mit der Canon EOS R überhaupt filme, weil normalerweise ist das ja immer Thema, dass ja, die Leute das Ganze ein bisschen zerreißen, die wäre halt nicht für Film mehr oder weniger geeignet. Und ja, da ist der eine oder andere Zerriss ja auch im Internet unterwegs. Und ja, trotzdem filme ich mit der. Warum und weshalb? Ja, ich habe mir die Canon EOS R gekauft als ja, Fotokamera ursprünglich und fotografiere natürlich auch hauptsächlich damit. Aber die war hauptsächlich auch als Ersatz für meine 6D Mark II, die mich jetzt hier gerade filmt, vorgesehen. Aber mittlerweile hat sich das so ein bisschen rauskristallisiert, dass ich da auch ganz gut mit filmen kann. Und da bin ich auch durchaus zufrieden mit und der 4K-Crop-Faktor und so, der spielt da jetzt meiner Meinung nach keine große Rolle. Das hatte ich aber auch in anderen meiner Videos bereits erwähnt. Also ich habe mich da als Systementscheidung für die Canon EOS R damals für diese Kamera entschieden und bin da auch weiterhin mit zufrieden. Aber da hat bestimmt jeder so seine anderen Entscheidungsgrundlagen, warum und weshalb er sich für eine Kamera entscheidet. Und da sollte man sich halt auch mit beschäftigen, was man letztendlich damit machen will. Und wenn jetzt jemand irgendwas hier 4K-Crop-Faktor oder fehlenden IBIS da so als Totschläge-Argument nimmt, ja, dann ist das halt dann das Argument, was für einen total wichtig ist. Für mich ist es jetzt hier halt nicht so wichtig, aber das nur vorab. Ja, Film mit der Canon EOS R. Ich verwende da hauptsächlich halt Sigma Art Festbrennweiten drauf, also die 35 mm Linse, die filme ich jetzt gerade mit der 6D Mark II. Da bin ich also gut mit zufrieden. Ich habe noch eine 50 mm Festbrennweite und hier die 24 mm ist hier gerade drauf, wo ich teilweise mit filme. Kommt halt auch drauf an, was und warum und wie man filmt. Also die passen aber von der Schärfe her und von den Möglichkeiten meiner Meinung nach perfekt. Ja, und dann wollen wir noch mal eben kurz erzähle ich euch, welche Einstellungen ich beim Film halt benutze. Und ich blende die euch hier gleich noch mal ein. Dann können wir uns da gemeinsam die Registerkarten mal ansehen, was und wo ich welche Einstellungen verwende. Das ist aber alles mehr oder weniger am Standard. Das eine oder andere werde ich euch aber dann noch zu sagen. Ja, und bevor wir da loslegen, oder legen wir gleich mal los mit der ersten Registrierkarte. Wie gesagt, Movie-Qualität hatte ich in einem anderen Video ja schon beschrieben. Ich habe also schon mal öfter damit überlegt oder da überlegt, 4K oder nicht 4K. Ich bleibe halt bei Full HD in der, ja, stopp, in 1920x1080 mit 25 Bildern pro Sekunde und dann in All-E-Modus, also um halt die hohe Bildrate oder die hohe Datenrate zu haben und wenig Kompression zu haben, um da halt möglichst viel in der Nachbearbeitung noch machen zu können. 24p brauche ich jetzt halt nicht. Ich versuche halt das Material über alle meine Kameras leicht zu produzieren und von daher 24p kommt da für mich nicht in Frage. Und hohe Bildrate ist halt der Slow-Motion-Effekt. Da kann die Canon EOS R nur 720p.
mit 100 Bildern pro Sekunde setze ich dann ein, wenn es nötig ist, aber ist halt auch ein Sonderspezialfall. Ja, was haben wir sonst noch? Movie beschneiden habe ich keinen Bedarf dran. Tonaufnahme habe ich immer automatisch stehen. Das klappt eigentlich ganz gut. Eventuell muss man da in der Nachbearbeitung das eine oder andere nochmal korrigieren, aber das geht mit Adobe Premiere auch mittlerweile automatisch. Kann man da halt also seine Parameter einstellen. Timecode setze ich eigentlich überhaupt nicht ein. Ich schneide mir das also, ich synchronisiere mir das Material von verschiedenen Kameras, wenn ich mit mehreren Kameras filme, halt über die Tonspur. Das funktioniert auch ganz gut. Auch wenn man dann nur mit dem internen Mikrofon einer Kamera arbeitet, kommt da halt genug noch an, um da wenigstens die Synchronisation von Premiere machen zu lassen. Das zeige ich euch bei Interesse gerne mal in einem anderen Video. Aber wie gesagt, habe ich jetzt hier bei der Canon EOS R auf den Standard, das ist Record One, eingestellt. Da tut sich also nichts Besonderes bei mir, das nutze ich also in dem Zusammenhang gar nicht. Movie Digital IS, also der interne digitale Bildstabilisator, verliert ein bisschen an Bildausschnitt dadurch wieder, also der Kopffaktor wird dann noch ein bisschen höher, habe ich nur bei Bedarf an. Ansonsten habe ich einen Gimbal, also einen Fiotech AK 2000, den ich einsetze, da komme ich ganz gut mit klar und von daher, ja, meine Linsen sind alle, ja, fast alle nicht stabilisiert. Und um dann, wenn ich aus der freien Hand mal filme, benutze ich dann halt nach Bedarf Movie Digital IS, um das ein bisschen auszugleichen. Ja, kommen wir zu der zweiten Registrierkarte, die ist genauso unspektakulär. Das sind also auch nur spezielle Sachen, die man auch bei der Fotografie benutzt. Die Objektivkorrekturdaten, die stellt man sich halt je nach Objektiv dann ein, die habe ich auch beide an, beziehungsweise auf Standardmodus. Also die Bewegnetierungskorrektur und die Farbfehlerkorrektur ist bei mir an. Da sind die Standardeinstellungen, da war ich also auch nicht dran und fahre da auch an sich ganz gut mit. Zeitraffer, Movie und Fernsteuerung, ja, ergibt sich von selber. Wer das braucht, um die Kamera mal per Fern auszulösen, beziehungsweise auch einen Zeitraffer zu erstellen, das mache ich also mit anderen Hilfsmitteln. Da habe ich keine Einstellung, die ich da speziell verwende. Ja, und dann haben wir noch in der Einstellung die ISO-Empfindlichkeit, die steht bei mir eigentlich auch automatisch alles, aber da komme ich gleich auch noch konkret drauf, also warum und weshalb. Weil ja, ich natürlich hauptsächlich in manuellen Modus filme, aber das zeige ich euch gleich noch mal. Dann habe ich die automatische Belichtungskorrektur, die ist deaktiviert, weil ich das halt alles manuell mache. Aber wie gesagt, gleich dann noch mehr zu. Und alles andere blende ich euch hier von der dritten Registrierkarte auch noch eben ein. Ja, Weißabgleich, den setze ich mir immer fest. Ich arbeite hier mit so einer LED-Lampe, die relativ farbgenau sein soll, also arbeite ich mit Kelvin 5500, habe ich alle meine Kameras und ich habe nur Canon Kameras, wo ich mit filme. Da passt das Bildmaterial Gott sei Dank super gut zueinander nachher. Also habe ich da überall alles mit Kelvin 5500 eingestellt und komme da, glaube ich, ganz gut nach oder von der Farbqualität ganz gut zurecht. Und ja, ich regel das natürlich in Premiere dann noch ein bisschen, dieses tolle Color Grading, wie es alle schimpfen. Also bearbeite die Farben halt in Premiere noch ein bisschen nach, aber auch nicht viel, weil mir die Farben aus von der Canon eigentlich schon aus der Kamera heraus super gefallen. Ja, was haben wir sonst noch? Ja, Custom Weißabbalance oder Weißabgleich nutze ich halt nicht. Dann die Korrektur benutze ich auch nicht. Bildstil ist bei mir auf Standard eingestellt. Canon Lock nutze ich nur, wenn ich, normalerweise würde ich jetzt Canon Lock mit der Canon EOS R verwenden, aber die 6D Mark II filmt mich halt gerade, die kann das nicht, aber wenn ich hier so hohe Kontrastunterschiede habe wie jetzt mit dem Fenster im Hintergrund, was da relativ viel Licht reinbringt, da kann man natürlich mit Canon Lock, kann man da noch einiges rausholen. Das geht jetzt leider gerade nicht, aber ansonsten nutze ich das dann auch schon mal, wenn ich hohe Kontrastunterschiede habe im Motiv, was zu filmen ist, setze ich dann Canon Lock halt entsprechend ein. So, High ISO Rauschverhalten, das habe ich auch auf Standard stehen, weil
Da sage ich auch gleich auch noch was zu. Ja, und das sind eigentlich so die Einstellungen, die ich hier in der Canon EOS R in den Grundeinstellungen verwende, wenn ich mit der Kamera filme. Ja, noch kurz zum Thema Fokus. Wie ich das System nutze ich da von der Canon EOS R, wenn ich mich selber filme, so wie jetzt hier. Das ist ja bei Canon immer durchaus, funktioniert das ganz gut. Die Gesichtserkennung nutze ich dann natürlich und dann die automatische Verfolgung da in dem Bereich, die funktioniert meiner Meinung nach tadellos. Seit dem letzten Update und wie wir das raufgehen, das verlinke ich euch hier. Und welche Neuerungen damit gekommen sind, also mit dem 1.2er Update, gibt es ja jetzt auch die Augenerkennung zu der Gesichtserkennung. Und ich habe auch Linsen, die bis zur Blende 1.4 aufgehen. Also das ist schon, da ist ja der Schärfebereich relativ gering nachher. Wobei natürlich dann die Frage ist, macht das beim Film doch Sinn? Gerade wenn man Personen filmt, will man, glaube ich, da das gesamte Gesicht irgendwo scharf bekommen und nicht nur das Auge. Von daher, also die Blende ist bei mir relativ so weit auf wenigstens, dass das gesamte Bild oder das gesamte Gesicht scharf ist, so besser. Und ich denke mal, das ist dann auch, da reicht die Gesichtserkennung vollkommen aus und die nutze ich auch mit der Canon EOS R. Wobei auch trotz meiner dickeren Brille mein Auge von der Canon EOS R dann auch erkannt wird, wenn ich mich damit selber filme. Ansonsten benutze ich natürlich auch die anderen Fokussysteme, die da möglich sind bei der Canon EOS R. Bis auch zu manuellen, wenn man halt so fokuspulligen Sachen machen will, da nutze ich natürlich auch den manuellen Fokus, um da die entsprechenden Effekte zu erzielen. Ja, zur Videoqualität habe ich ja in dem vorherigen Video da schon mal meine Gedanken euch präsentiert und geschrieben, wie ich das so sehe und bin da letztendlich zu dem Schluss gekommen. Ich bleibe bei 1920x1080 mit 25 Bildern pro Sekunde. Warum, weshalb? Schaut euch das gerne nochmal an. Vielleicht habt ihr den einen oder anderen Kommentar noch dazu, würde mich darüber freuen. Ja, aber daraus ergibt sich natürlich auch einiges außerhalb der Standardeinstellungen, die ich euch jetzt gerade gezeigt habe, bei den Einstellungen, die man jetzt konkret beim Filmen benutzt. Der eine oder andere wird sich wahrscheinlich schon mal mit der 180-Grad-Regel bei euch beschäftigt haben und aus der Bildqualität heraus, also wenn ich mit 25 Bildern pro Sekunde filme, belichte ich jedes einzelne dieser Bilder mit 1/50, damit ich halt so ein bisschen Motion Blur, also Bewegungsunschärfe in meine Bilder reinbekomme. Diese Einstellung benutze ich auch bei der Canon EOS R. Und ja, ISO und Blende halt natürlich als gestalterisches Mittel, um den Hintergrund ein bisschen unscharf zu bekommen, wenn es erforderlich ist, versuche ich das ein bisschen gegeneinander auszugleichen, um die ISO möglichst gering zu halten. Also das stelle ich alles auf manuell ein und drehe dann die Szenen so, dass das mein Wünschen halt auch entspricht. Das 1/50 ist natürlich da immer so ein bisschen das, was festgeschrieben ist bei mir. Und ja, gerade wenn man draußen filmt, das wird der ein oder andere kennen, wenn es gerade so Sonnenschein ist wie jetzt, da ist natürlich teilweise ein bisschen viel Licht da und dann kommt man natürlich ganz schnell in Probleme und möchte oder muss eventuell die Blende schließen, damit nicht zu viel Licht auf die Kamera, auf den Sensor trifft. Und ja, man muss dann halt wieder darauf verzichten, dass man ein schönes Bouquet in sein Bild bekommt. Und daher benutze ich beim Film teilweise noch einen variablen ND-Filter, den zeige ich euch hier nochmal. Also den kann man halt durchdrehen, einstellen, wie viel Licht durch das Objektiv auf den Sensor fallen will. Also und wenn man dann zu viel Licht draußen hat, kann man halt dadurch das ein bisschen eindämmen und dann trotzdem diese 1/50 Shutter-Geschwindigkeit erreichen. Ja, das sind so die Filmeinstellungen, die ich so verwende. Also ich habe immer so einen variablen ND-Filter dabei. Man kann die auch noch, wenn die nicht reichen, manchmal, ich weiß nicht, ob man das hier sehen kann. Ich versuche euch das jetzt mal zu zeigen, aber wenn man das zu viel macht, irgendwann kriegt man so ein X, weil das zwei gegeneinander auch eine Polarisationsfilter sind. Die wirken also, die haben so einen gewissen Wirkungsbereich und dann kriegen die ein X und man kriegt kein vernünftiges Bild mehr daraus. Da kann man sich dann noch behelfen, wenn man das mit einem schwächeren, festen ND-Filter kombiniert. Ja, oder eben
halt den Shutter Speed hochsetzt, um dann ja, die Belichtung halt entsprechend zu korrigieren. Ich habe mir den als 82er Filter in der Filtergröße geholt. Ich nutze dann halt immer diese Adapterringe dazu, um den dann halt auf alle meine Objektive nutzen zu können. Da spart man sich dann halt entsprechend die einzelnen Filter für jedes Objektiv kaufen zu müssen. Ich habe also einen variablen ND-Filter, den größten, der so für meine Objektive nötig ist, und arbeite dann halt mit diesen Filterringen und kann die dann also auf alle meine Objektive einsetzen. Was ich auch noch einsetze beim Film, ist hier diese Bildschirmlupen. Ich weiß nicht, ob ihr die schon mal gesehen habt, auch mit Dioptrienausgleich. Da habe ich letztens bei Facebook auch noch, gab es da ein paar Diskussionen, oder keine Diskussion, aber die eine oder andere Frage, dass Leute halt bei hellem Sonnenlicht das Display nicht mehr richtig sauber erkennen. Ich nutze da diese Bildschirmlupen zu. Die montiere ich mir auch gar nicht fest auf der Kamera, die halte ich mir einfach nur davor, um das Bild zu beurteilen. Gerade wenn man nachträglich das Material sich nochmal anschauen will und die Schärfe beurteilen will, ist das halt relativ praktisch. Ja, das war es eigentlich mehr oder weniger zu den Videoeinstellungen, die ich bei der Canon EOS R so verwende. Das ist also alles im Standard mehr oder weniger. Ich bin mit dem Farblook bin ich relativ zufrieden. Da mache ich also sowieso nicht viel mit. Und diese Einstellungen sorgen auch dafür, dass ich jetzt, wenn ich mit der Canon EOS 6D Mark II, die mich hier gerade filmt, oder auch mit der 70D sogar noch, ein relativ vergleichbares Ergebnis über alle Kameras erziele. Von daher, die kleinste Kamera gibt da ein bisschen so, der kleinste Nenner halt, der gemeinsame, gibt da alles vor. Und da fahre ich mit diesen Einstellungen, die ich gerade gesagt habe, relativ gut. Man kann die Kamera da super bedienen, mehr oder weniger, und hat ein gutes Ausgangsmaterial, um nachher seine Videos nachzubearbeiten. Ja, wenn ihr vielleicht andere Einstellungen benutzt oder den einen oder anderen Tipp oder Frage noch zu dem ganzen Thema habt, einfach in die Kommentare da reinschreiben. Das lese ich mir alles durch und versuche das dann nach meinem Wissen und ja, Möglichkeiten möglichst schnell zu beantworten. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen da, würde mich sehr darüber freuen. Ja, und wenn noch nicht geschehen, hier gibt es einmal die Woche auch, wenn dann das ein oder andere Video dann mal mit einem kleineren Schnupfen stattfindet, aber pro Woche gibt es ja einmal ein Video zum Thema Fotografieren und Filmen. Wenn ihr keins davon verpassen wollt, einmal hier rechts unter dem Video auf Abonnieren klicken, dann kriegt ihr immer mit, wenn ihr die Glocke dazu aktiviert, wann ich ein neues Video hochlade, und ihr verpasst keins der zukünftigen davon. Ja, ansonsten wünsche ich euch weiterhin viel Spaß und Freude beim Filmen und Fotografieren, und würde mich freuen, wenn ich euch wieder zu eines meiner nächsten Videos begrüßen darf.